Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man Zero 2. Ja, falls ich etwas abgelenkt klinge, dann liegt das daran, dass, das habe ich auch schon im Pokémon Bloody Platin erklärt. Wir haben uns gestern, am 18.02.2014, heute ist der 19., haben wir uns einen neuen Hund, einen zweiten, zugelegt. Eine Labrador-Welpen, Labrador-Mischlingswelpen, wie auch immer. Und nicht so wie in Pokémon Bloody Platin, wo ich gesagt habe, er ist ein, zwei Monate alt. Nein, er ist 5 Monate alt. Er ist gestern hergekommen, auf den muss ich hin und wieder Acht geben. Also, Leute, nehmt es mir nicht übel, falls mein Spielskill jetzt etwas eingeschränkt ist. Moment, hatte ich das jetzt Englisch vorgelesen oder hatte ich es übersetzt? Was soll's, ich versuche es wieder mal frei Schnauze zu übersetzen. Wir sind nun bereit, das Feuer zu öffnen, so. Wir warten auf das Signal, Sir. Gut, die Zeit ist gekommen, einen massiven Angriff gegen Neo Arcadia zu starten. Oder wäre vielleicht noch besser zu sagen, es zu zerstören. Ein für alle Mal. Ich bin glücklich, dass irgendetwas kommt. Also die Operation. Dass die Operation gelingt, wie auch immer. Das hat ein Team. Ach, was soll's, wir werden Neo Arcadia zerstören, so. Warte! Was ist Miss Seal? Ist das wirklich nötig? Willst du das wirklich tun? Wenn wir eine alles umfassende Attacke starten, die so gewaltig ist. Ich befürchte, dass der Preis. Ich befürchte, das ist der Preis, den wir für unsere Zukunft zahlen müssen. Das ist schade. Seals Forschungen sind nun beendet. Irgendwas mit Energie. Neo Arcadia verliert. Also Neo Arcadia verliert immer mehr Energie und wird zusammenbrechen. Gebt ihr uns ein bisschen mehr Zeit. Das ist nichts als eine süße Illusion. Wenn es wirklich so viel Energie verliert, dann werden wir irgendwann mal frei sein. Keine Ahnung, ich bin gerade momentan mit den Gedanken woanders, denn der Hund. Nun gut, momentan verhält er sich ruhig, aber er hat heute schon ein bisschen was angestellt, aber naja. Ich glaube nicht, dass Neo Arcadia Gnade mit uns walten wird. Gnade walten lassen wird. Das ist das, was ich sagen wollte. Aber. Oh, da liegt der Hände auf den Tisch. Ruhe! Tut mir leid, dass ich das sagen musste, Misty. Aber es ist wirklich dringlich. Ich bin wirklich besorgt um die Reploids. Aber Misty. Dann über Misty und über die Soldaten. Ich möchte doch nur das Beste für euch alle. Alle Truppen, öffnet das Feuer. Los geht's. Alle Truppen, Feuer öffnen. Roger. Ich gehe zur Frontlinie und gebe die Kommandos. Transferiert mich. Ja, wir werden transferieren. Macht euch keine Sorgen. Wir können das später. Wir können später auch zusammenarbeiten. Und wenn das alles vorbei ist, dann werde ich transferiert. Tja, Seal wollte den Krieg verhindern, konnte es aber dennoch nicht. Zero. Lässt der Commander El Pizzo folgen? Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Zero, bitte.
Wirst du ihn unterstützen? Der hat's eigentlich nicht verdient. Zero, du bist unsere einzige Hilfe. Ja, bestimmt, hat man keine Wahl. Ja, danke Zero. Ich werde auch transferiert. Also dieser Kerl hat es meiner Meinung nach nicht verdient. Er ist irgendwie nicht sympathisch. Als ob er ein Feind wäre. Wahrscheinlich ist er auch ein Feind, aber... Ein Leben. Okay, testen wir nochmal. So eine ähnliche Musik kenne ich doch. Okay, wir haben alle Chips. Da sind unsere gefallenen Freunde und Feinde. Oh, ich weiß schon, wer die Musik kommt. Das ist die muss ich das da runterziehen? Ey, verschwinde! Oh, Cyberwolf, danke. You've got Cyberwolf Big Carry. Gleich nachgucken, wer ist Big Carry? Der da. Das war falsch, ich wollte die Waffe wechseln. Ey! Muss ich das machen? Oder habe ich es gerade versaut? Ah, egal. Wow! Diese Musik erinnert mich an die Musik der letzten Stage von Mega Man Zero 1. Ich habe einen Plan. Oh, so kann man es nicht ziehen. Toll, ich hab's versaut. Nein, ich hätte es die andere Richtung schieben müssen. Scheiße. Kann ich flüchten? Nee. Aber da ich sowieso kaum noch Leben habe, versuche ich das jetzt mal in die andere Richtung. Das heißt, ich muss jetzt noch schnell drauf gehen. Lalala. Oh, ich habe noch diese Waffe. Moment, da war was. Verschwinde. Da oben. Wie komme ich daran? Danke. Ich will daran. Wie komme ich daran? Ich weiß, da drin ist bestimmt ein Energietank-Elf. Ich bräuchte etwas auf gleicher Höhe. Ist da oben etwas? Da komme ich nicht hin. Ja, egal. Okay, vielleicht so. Komm schon. Bisher war das eh ganz gut, aber nun gut. Dann halt nicht. Continue. Nehme ich überhaupt auf? Ja, bei diesem Huster, das war jetzt nicht absichtlich. Warum habe ich Elektrizität ausgerüstet? Autsch. Danke. Aber da oben geht's doch auch lang, oder? Oder sieht das nur so aus? Kristall! Ey! Moment, Moment, so komme ich vielleicht dran. Ja. Nützt mir aber allerdings gar nichts. Von der anderen Seite habe ich schon gesehen, kann ich auch nicht rein. Das ist dumm. Wow. Okay, da ziehen wir das mal in die andere Richtung. Hoppla.
Komm her. Ich muss doch bestimmt hoch, oder? Obwohl, das ergäbe keinen Sinn. Hm. Aber hier muss ich auch nichts hin damit. Ich verstehe es nicht. Ah. Komm her. Na gut, ist das umsonst. Wow, das war gut drüber gesprungen. Komm her. Au. Na gut, baller ich dich eben so ab. Hm. Ich muss ihn so treffen. Ja. Komm. Gut. Da. Da ist noch so ein. Weg mal. Oh, Cyberelf. Kann ich da auch was machen? Ja, das drehen. Moment. Ja klar. Oh, bin ich dumm. Moment, da gehe ich aber noch zurück. Wenn ich es kann. Au. Okay, jetzt langsam zurückgehen. Komm her. Ich dachte, er lässt Energie für mich fallen. Au. Okay, die haben nichts verloren. Au, aber immerhin. Der Rückweg ist bei weitem schwieriger. Au! Bin ich schon da? Ja, bin ich. Da komme ich gar nicht dran. Moment. Schnell zerstören. Ja, geht doch. Okay. Yes! Gut, zwei rote Cyberelfen, die... Wow! Brauche ich natürlich. Was ich auch brauche, ist ein bisschen Energie. Lebensenergie. Na? Bitte? Nix. Au, da hat er mir voll in die Fresse gehauen. Aber gebt's zu, Leute, ich habe lange überlebt mit diesen einen Strich. Habe ich sie noch? Ja. Use my energy for vitality. Turn into subtank, okay. Das sind genau die zwei, die ich brauche. Au, ich dachte, da kommt so ein Typus, so einer. Au! Oh, genau das habe ich gebraucht. Ich weiß, ich bin dem ausgewichen, obwohl das gar nicht vorher, obwohl das gar nicht geplant war. Ich wollte eigentlich nachgucken, ob ich da jetzt wirklich oben war, aber... War ich ja! Da unten war Energie, aber die lasse ich mal. Obwohl, Kristalle waren auch unten. Komm her! Gut. Einmal das. Und jetzt voll abballern. Jawohl, oh. Okay, den da oben. Das war gut, Leute. Gebt es. Also, ihr müsst zugeben, das war richtig geil von mir.
Und die Energie habe ich auch wieder komplett. Wozu steht der Felsen da? Das kapiere ich nicht. Falsch. Komm her. Ich muss ihn wegschieben. Ja, so geht das auch. Komm her. Komm her. Gut. Was hat der hier beschützt? Nix. Okay, dann nehme ich ihn mal mit. Ah, was machst du hier oben? Schmeckt den. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich weiß es nicht. Ja, lieber das als die Stacheln. Noch mehr Tote. Endgegner. Okay, testen wir es. Meine Nase juckt. Oh, nicht du schon wieder. Okay. Schieß da hinten, gehe ich nach vorne. Schießt er vor, gehe ich zurück. Ich checke diesen Gegner immer noch nicht. Ich sollte mal aufladen. So. Ich weiß, ich bin wieder verdächtig still. So. Das war bestimmt nicht das Ende. Ich habe schon wieder so unglaublich wenig Energie. Die Musik läuft immer noch. Noch einer! Yay! Was war jetzt der? Lalala. Wahrscheinlich kommen jetzt noch 20 von denen. Nein! Baller da oben. Nein, einmal oben, einmal unten. Das war's. So, jetzt ballert er wieder oben, wollte ich sagen. Ja, der wird mich besiegen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich durch diesen Feuerkreis drauf gehe. Null Leben. Muss man doch irgendwie schwächen können. Wer war der Erste? Versuchen Sie mal hiermit. Vielleicht habe ich Glück. Jawohl! Ich habe Glück. Und zwar sowas von. Geil. Okay, Erste. Der zweite war Feuer. Was könnte gut gegen Feuer sein? Bestimmt nicht Feuer, also bleibt nur die Elektrizität. Ja. Okay, mach. Au. So. Einmal oben. Und tot. Da ist der letzte wahrscheinlich noch so ein Typus, wo das Feuer gut ist. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja, der Icy. Scheiße. Drunter durch und in den Rücken. Und nochmal. So, die drei Golems werden auch ausgeschaltet. Ah, das war's schon, geil. Perfekt, da kann ich jetzt den Part beenden. Sluggish Warrior. Ah, es geht immer auch weiter. Was soll's, aber ich werde hier trotzdem einen Schnitt machen. Dann sehen wir uns im nächsten Part von Mega Man Zero 2 wieder. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.